Hallo, liebe Zuschauer. Heute laden wir Sie zu einem Rundgang durch das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim ein. Bei einer Zeitreise durch 700 Jahre Geschichte kann der Besucher nachvollziehen, wie die ländliche Bevölkerung in früheren Zeiten gelebt, gewohnt und gearbeitet hat. Über 100 rekonstruierte Gebäude kann der Besucher auf dem weitläufigen Museumsgelände aus verschiedenen Epochen und Regionen sehen. Landwirtschaftliche Flächen und Nutzgärten sind der alten fränkischen Kulturlandschaft nachempfunden. Wir zeigen Ihnen heute in kleinen Ausschnitten zahlreiche Impressionen des weitläufigen Museumsgeländes, bei dem der Besucher das Gefühl hat, durch ein mittelalterliches Dorf zu wandern. Auch hier gibt es für Sie wieder eine Menge zu entdecken. Thank you.
Thank you.
So, liebe Zuschauer, das war unser kleiner Rundgang über das Museumsgelände in Bad Windsheim. Ich hoffe, Sie konnten hier wieder ein paar Eindrücke mitnehmen. Für Interessierte, das Museum ist von März bis Dezember mit ständig wechselndem Programm für die Besucher geöffnet. Dann bis bald, Ihre Nürnberger Umlandzeitung mit dem Ausflugstipp.